Wir machen weiter Nebenquests, diesem lustigen Spiel. Bevor wir uns hier im öffentlichen Fernsehen entschuldigen. Oder bei den Typen zumindest. Wir haben nämlich noch ein paar Story-Dinger. Ich gucke mal in Jobs. Was haben wir denn hier noch? Wir haben noch das Rehearsal. Das ist nochmal, das ist eine Probe, oder? Ein Rehearsal ist eine Probe, meine ich. Mal gucken, ob ich jetzt tatsächlich spielen muss oder ob es auch wieder eine Story ist. Ach, da ist Deutsche Camille wieder. Der Radiohost aus dem 80er-Jahr-Teil. Hey, das wäre dann das, die Wiederholung gewesen. Hast du irgendwelche Fragen? Nein, keine weiteren Fragen. Ich freue mich auf die Show. Also die Probe war es. Ja, ich auch. Ich muss sagen, Haruka-chan, ich bin sehr beeindruckt. Es ist großartig, was du dir alles in so kurzer Zeit aufgebaut hast. Ich bin ziemlich lange schon der Gastgeber für die Prinzessinnenliga, aber nicht viele haben das Momentum, das du hattest. Du musst doppelt so hart üben wie jeder andere. Oh, ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht zu den anderen vergleichen. Alles, was ich weiß, dass ich das Beste tue, was ich kann. Ha, das ist schön für dich. Ich mag deine Haltung. Mädchen wie du sind die diese Show großartig machen und sie richtig scheinen lassen. Wenn du wissen willst, warum ich diese Show schon so lange moderiere und es weiter so berühmt bleibt, dann ist es genau das. Wir wissen, wie man unsere Zuschauerschaft richtig an uns bindet. Bindet? Ja, gebunden bei dem faszinierenden Spektakel, das ihre wunderschönen jungen Ladies geben, wenn sie zum Äußersten gehen und Träume wahr werden lassen. Das Ding ist, dieses ganze Idol-Dingsbums und das ist halt auch explizit junge Mädchen sind, die sich da reinwürgen. Wenn es ist, auf der anderen Seite ist es auch nichts anderes als Germany's Next Topmodel, ob die jetzt 2 Jahre älter sind oder nicht, macht vielleicht auf einer gewissen Rechtslage irgendwie Sinn, aber ein bisschen ein Unterschied, aber im Großen und Ganzen auch nicht so viel, wie man halt irgendwie gerne hätte. Aber ich meine, die Zuschauerschaft von solchen Idol-Events, wie ist denn das aufgebrochen? Sind das vor allen Dingen andere junge Mädchen? Oder wie groß ist die Erwachsenen-Zuschauerschaft da? Und was motiviert die? Ach, es ist einfach das Auflösen, zu sehen, wie ihr eure Fähigkeiten und wie ihr eure Fähigkeiten verbessert und gegeneinander antretet. Manchmal gewinnen, manchmal verlierend. Einfach gesagt, die Performance ist immer wieder bezaubernd. Ah ja, jüngere Mädchen, die Fernseh schauen, werden dazu angezogen und sie werden dann die nächste Generation der Idols. Ja, ist total toll. Es ist absolut faszinierend, denkst du nicht auch? Ja, du meinst das ziemlich ernst, oder? Ich bin etwas überrascht, um ehrlich zu sein. Ja, tut mir leid über diese kleine Ansprache. Ich denke mal, es ist ein bisschen anders, als ich im Fernsehen erscheine, oder? Ja, ein bisschen. Nebenbei bemerkt, weißt du, wie lange die Prinzessinnenliga schon live sendet? Nein, es tut mir leid, weiß ich nicht. Ah, du musst dich nicht entschuldigen. Es gibt sie schon länger, als du geboren bist. Die Prinzessinnenliga ist es erstmal vor 20 Jahren live gegangen. Ich bin der dritte Moderator, den die Show hatte. Wow, schon so lange? Ziemlich überraschend, oder? Aber durch die Jahre haben viele große Idols ihren Start in diesem Programm gehabt. Das ist die Art von Legende und Einfluss, den die Prinzessinnenliga hat. Also in der Show zu sein, hat also eine große Chance für dich. Ja, du hast recht. Nun, als der vorherige Moderator mir die Show übergeben hat, hat er mir gesagt, dass die Prinzessinnenliga ein heiliger Boden für Träume ist. Er hat mir gesagt, es ist meine heilige Pflicht, einen wertvollen Ort für die Mädchen zu geben, die hier ihr Verlangen nachgeben, Idol zu werden. Als ein kompletter Anfänger im Fernsehen habe ich diese Worte wahrnehmen, realisieren lassen, was für eine große Verantwortung das ist. Und ich habe meine neue Arbeit umso mehr ernst genommen. Deutsches Hahn. Aber als Teilnehmer in der Prinzessinnenliga hast du ebenfalls eine Pflicht hochzuhalten. Haben wir das? Es ist an dir, der nächsten Generation von Mädchen Hoffnung zu geben. Und so, dass sie ihren Träumen folgen können und wie sie dich auf der Bühne hochgehen sehen. Schau, ein Traum ist nicht nur etwas, das du benutzt und dann wegschmeißt. Es ist mehr wie ein Schläger in ein... Achso, es ist mehr wie ein Staffelstab in einem Staffelrennen. Du musst den weitergeben. Das ist, was ich glaube zumindest. Und so wünsche ich dir das größte Glück, Haruka-san. Vielen Dank, Deutsche-san. Ich werde mein Bestes tun, um diesen Traum weiterzumachen. Entschuldige diese Lektüre. Ich bin jetzt am Ende. Wir sehen uns auf der Show.
Wow, Deutschland meint es viel ernster, als ich hier jemals geglaubt hätte. Ich muss dafür sorgen, dass ich genauso ernst und verantwortungsvoll nehme wie er. 1000 Erfahrungspunkt. Für einen Dialog. So, sind das jetzt die Haruka-Nebenquests? Ich meine, das bringt nichts, ne? Es ändert nichts. Na gut, doch, es bringt Erfahrungspunkte. Perfekt, dann so wie so. Ja, sie hieß übrigens. Schön, dass ich das Ding auf Level 7 habe. Den anderen Spaß, alles noch auf Level 3. Ich bin jetzt auch am Ende. Rocky schläft ein. Na gut, dann gute Nacht. Gute Nacht, Rocky. Das sieht alles ist nicht als Nebenquest für Haruka. Ich weiß nicht, was Harukas Nebenquests sind. Wir haben noch nicht eine gemacht, ne? Oder sie hat erst Nebenquest in Tokio und das ist alles hier irgendwie jetzt hier nur so Vorbereitung. Denke ich, sollten wir mal diesen Arbeitsding so gucken. Wir haben noch ein Ding, wir haben das Love You See You Smile Meeting. Oh. Oh, ihr seht immer ganz schön finster aus. Und das ist das allgemeine Aussehen, wie die Show aussehen wird. Ist dir damit jetzt alles klar? Ja, vielen Dank. Nun, um jetzt Numusan zu treffen. Oh, hey, Numusan. Wer ist denn jetzt Numusan? Ah. Hallo, Numusan. Wie geht es dir? Oh, hallo. Ich liebe es immer zu lächeln, Haruka-chan. Wo ich gerade daran denke, du bist vom Dynascher, nicht wahr? Ja, in der Tat. Warum fragst du? Es ist nur, dass du mich an Izzy erinnerst. Ich erinnere dich an wen? Ja, das ist etwas an dir, das dich an den Präsidenten erinnert, als ich noch jung war. Wirklich? Park-san? Das ist richtig. Ich bin schon sehr, sehr, sehr lange Moderator für diese Show. Und als ich damals angefangen habe, ist Park-san einige Male als Gast aufgetreten. Wir waren wirklich im Geschäft, ziemlich tief im Geschäft drin, also haben wir gemeinsam unseren Rhythmus gefunden. Es ist ein bisschen peinlich, um ehrlich zu sein. Aber über den Weg einer langen Karriere hat man wahrscheinlich ein paar Flups hier und da. Wow, Park-san war also auch auf deinen Shows. Weißt du, ich dachte, sie würde es weiterbringen. Sie hatte so einen vielversprechenden Anfang. Sie hatte echtes Talent, diese, aber ich denke, sie hatte einfach nicht die richtigen Karten. Um in diesem Geschäft zu überleben, ist Talent natürlich unfassbar wichtig, aber viel kommt auch auf Glück an. Das sage ich ja immer wieder, ne? Also, bei so Mediengeschichten ist natürlich erstmal Fähigkeit und gute Möglichkeiten zu sehen natürlich auch immer viel wert. Also Möglichkeiten hängt ja mit Glück zusammen, aber manchmal brauchst du auch einfach nur Glück, dass du halt vielleicht irgendwie gerade den richtigen Zeitgeist triffst von Sachen, die du nicht wirklich vorhersehen kannst. Beziehungsweise weißt du logischerweise außerhalb deiner Möglichkeiten stehen würde, die Realität so zu verändern, dass es die Karten glücklich für dich fallen. Ja. Also so viel dazu. Das ist Glück, ne? Wichtiger als man denkt. Glück? In der Tat, nicht jeder hat die gleichen Chancen, weißt du? Das ist, wo das Glück ins Spiel kommt. Und für manche, egal wie talentiert sie vielleicht sein mögen, die glückliche Chance kommt einfach nie. Das ist die kalte, harte Wahrheit. Also für diejenigen, die glücklich genug sind, eine Chance zu kommen, sie müssen sicherstellen, dass sie bereit sind, sie zu greifen und sie auch zu nehmen. Bis dahin ist es nur noch eine Frage davon, alles, was du hast, da reinzubrechen und einfach zu glauben, dass eines Tages deine Chance kommen könnte. Das ist übrigens der Vorteil, reich zu sein. Das ist irgendwie so ein philosophisches Bit, wo ich nicht unbedingt selber drauf gekommen bin, aber wo ich mal so nachgedacht habe drüber, dass wenn du aus armem Hause kommst, dann hast du vielleicht so ein, zwei Chancen im Leben. Vielleicht hast du zu dem Zeitpunkt gerade nicht die richtige Laune, die richtigen Fähigkeiten oder bist einfach gerade nicht in Stellung, um was zu machen. Aber wenn du reich bist, dann fallen die Leute quasi übereinander her, um dir eine Chance nach der anderen zu liefern, um irgendwie was zu erreichen. Und das ist halt so ein Ding, das unterscheidet das halt, ne? Wie, wo du jetzt was halt dein Ursprung ist, wo du halt nichts dran ändern kannst. Entweder du bist halt reich und irgendwelche Leute helfen dir halt dazu, irgendwie Chancen zu haben. Oder du bist halt arm und hast nicht ganz so viele Chancen und musst dich irgendwie mehr auf die Würfel vertrauen. Andere Leute kriegen halt einfach mehr Würfel in die Hand gedrückt. Und dieses ganze Showbusiness-Zeug ist wahrscheinlich nochmal extra viel so, ne? Da kommen wahrscheinlich noch irgendwelche Unterhand-Deals und wer sich hochschläft und wer nicht noch dazu.
An deinen Fähigkeiten auf der Bühne zu arbeiten, das ist, was auf diese Arbeit ankommt. Aber es ist nicht nur die Arbeit. Ich denke, das zählt mit allen anderen Arbeiten ebenso. Selbst im Leben. Nur muss fahren. Aber worüber rede ich hier überhaupt? Es tut mir leid. Ich ist ein bisschen ernst hier geworden, nicht wahr? Vergiss mich. Aber ich möchte sagen, dass die Prinzessinnenliga deine große Chance ist, Haruka-Shan. Also sei dir sicher, dass du sie ergreifst. Hörst du mich? Denk an all diese armen Leute, deren Chance niemals kommt und gib dir voll Mühe. Ja, Sir. Nun, ich denke, dann mache ich mich mal auf. Wow. Er macht so eine unanständigen Witze, während die Kamera läuft. Aber von der Bühne weg ist er eine viel tiefere und sorgsamere Person, als man jemals denken möchte. Das ist nämlich... Also ich erinnere ihn an Park seiner Erziehung war. Wenn ich die Prinzessin die Liga gewonnen habe, ich frage mich, ob sie stolz auf mich sein wird. Der Klassiker. Möchten, dass ein Elternteil stolz auf einen ist. Ein bisschen sehr anstrengender Typ. Achso, von vorhin. So, das war die Quest. So, jetzt haben wir die Story-Quest durch. Jetzt muss ich, glaube ich, erstmal wieder leveln. Was haben wir hier noch? Idle Handshake machen wir nicht. Prince Circle. Ich weiß nicht so richtig, was ich da machen muss. Running Girl? Weil Running Girl war schön einfach. Da muss man ja quasi nichts tun, außer irgendwie links und rechts die Tasten zu drücken. Und irgendwie creepy Atmen von Haruka zu hören. Ja, hier fängt unser Weg an. Okay, dann fangen wir es mal an. Du hast das schon mal gemacht, also weißt du, was du zu tun hast. Ja, bin ich. Hi. Ich muss immer relativ viel. Also bei diesem ganzen Idle-Zeug jetzt hier sowieso ist ja irgendwie das, da oben ist noch so ein Schlüssel. Das ist das ganze Thema. Osaka, Sotenbori ni aru tori. Kono nigiyakana tori. Das ist ja das ganze Thema Pädophilie irgendwie immer mit drin, ne? Ich hatte irgendwann mal gelesen, dass das halt irgendwie, es gibt ja so doch recht junge Kinderstreamer. Und da war das Thema halt, dass. Hab ich geschafft? Dass die halt irgendwie von irgendwelchen jungen Mädchen wollen, dass sie schneller atmen. Und daran erinnert mich das hier. Dieses komische Rennen. Habe ich das nicht geschafft? Hat großartige Arbeit, Samuasan. Oh, vielen Dank. Nun, das ist halt die Art von Laufen, die ich gerne sehe. Oh, du bist auf jeden Fall ganz schön schwitzig. Und das auch! Ja, danke. Vielen Dank. Ich hatte schon viele Idols in dieser Show, aber noch viele waren in der Lage, das in einen Take zu machen. Wirklich? Nun, ich bin schön, dass es nutzbar war. Alles, was ich getan habe, war so schnell wie möglich zu rennen. Guck mal, hier hat sie jetzt so Hochhaki-Schuhe an, die hat sie doch sonst nicht an. Haha, das ist das Wichtigste. Man kann nur wahre Zufriedenheit erschreiben, wenn man alles gibt. Okay, ich verstehe schon. Ich fühle das Feuer in mir brennen, ich brauche eine Pause. Mach hier Ende für mich, okay? Alles klar, ich hab's schon. Okay, vielen Dank für eure Zeit, Sir. Okay, Leute, packt's ein. Okay, das ist ein bisschen beunruhigend, ne? Er fühlt das Feuer in sich brennen. Er möchte, dass hier mal kurz was zusammengepackt wird. Das ist ein bisschen beunruhigend, oder? Aber hey, wir werden besser. In allem. Naja. So, ich kann jetzt weitere Jobs annehmen. Hey, ein weiteres Geschenk ist angekommen. Bin ich mal gespannt, was wir hier schon haben. Habe ich ein Geschenk bekommen? Wahrscheinlich. Ein goldener Ring. Ich kann es nicht glauben, ein Ring? Ich weiß nicht, ob ich sowas akzeptieren sollte, was so wertvoll ist, aber es wäre wahrscheinlich sehr unhöflich, es zurückzuschicken. Ich denke, es ist einfach nur ein herzlich gemeinter Ausdruck der Hingabe eines Fans. Aber es ist eine große Überraschung. Ich werde diesen Ring ewig aufheben. Ja, bis ich zum Pfandladen komme. Das ist der Goldring? Oh, trage diesen Ring und schau, wie dein Reichtum größer wird, wenn du tanzt. Haruka kann das nicht nutzen. So, kann ich jetzt neue Aufträge machen? Was soll ich mir anschauen? Also, Haruka rennt ist wirklich einer der einfachsten Quests ever, ne? Können wir nochmal rennen? Ne, Running Girl ist jetzt scheinbar durch. Okay, gut. Fühlst du los? Weigere ich mich zu machen? Love to see you smile 2. Okay, machen wir nochmal die Show. Wollte ich schnell in Frage beantworten. Das ist gar nicht so einfach, ne? Hallo, Haruka-Shan. Schön, dass du heute wieder da bist. Das ist das zweite Mal auf der Show, nicht wahr? Viel Glück da draußen. Ja, heute werde ich mein Bestes tun. Heute reden wir über Hobbys und Spezialtalente. Du weißt schon, Dinge, die etwas persönlicher sind. Folge einfach Numusan und es wird schon alles gut gehen. Und nebenbei bemerkt, Numusan
hat in letzter Zeit Werbung für eine Katermedizin gemacht. Er wird es wahrscheinlich hier und da erwähnen. Also machen wir mit, okay? Alles klar, ich verstehe schon. Gut. Und weil es seine zweite erscheinende Show ist, machen wir jetzt 75 Lächeln dieses Mal, okay? Alles klar, wir sind bereit anzufangen. Hau sie um, Hauke. Oh Gott. Alter. Love to see you smile. Hallo und hallo allerseits zu We Love to See You Smile. Wie geht's euch allen heute? Na so. Sehr schön. Ihr habt es alle gleichzeitig gesagt. Okay. Und wie schlaft ihr so in dieser Zeit? Und was ist das Akronym für You Only Live Once? Hahaha. Ha, ha. Vielen Dank, dass ihr immer mitmacht, Leute. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Ich nehme mal an, dass die für japanisches mehr Sinn ergibt. Nun, lass uns dann anfangen, nicht wahr? Der heutige Gast ist zum zweiten Mal hier. Es ist die liebe, liebliche, singende Sensation, Haruka Sawamura-chan. Hallo allerseits, ich bin Haruka Sawamura. Es ist schön, euch alle zu sehen. Meine Antwort bei den Typen wäre, bis eben ging es mir noch gut. Weiß ich nicht, der andere Typ, wie hieß er vorher? Der, ich muss seinen Namen aufschreiben, nicht Yuka. Auf jeden Fall der andere Typ, der die Nacht mit uns verbringen wollte, der war schon ein bisschen creepiger, ne? Du bist so süß! Was ein großartiges Lächeln du hast, Haruka-chan. Wer würde sich nicht in dich verlieben? Vielen Dank allerseits. Okay, lass uns heute ein bisschen mit dem persönlichen Leben anfangen, nicht wahr? Ich bin mir sicher, du hast einen ziemlich vollen Stundenplan diese Tage. Hast du überhaupt irgendwelche Freizeit? Nein, nicht wirklich. Selbst wenn ich nicht arbeite, bin ich immer noch am Singen und Tanzen, habe ich immer noch Lektionen den ganzen Tag. Das klingt ziemlich hart. Wenn du einen Tag frei hättest, wie würdest du ihn verbringen? Shopping? Ich weiß nicht. Ich würde gerne shoppen gehen. Ich liebe es, Klamotten und Accessoires auszuprobieren. Ja, ich könnte auch gerne mal ein bisschen shoppen gehen, weißt du? Ich bin ziemlich gut darin, die Unterwäsche von den Ladies auszusuchen. Oh. Ich brauche keine Unterwäsche, danke. Ha, jetzt, in diesem Moment schaut mich die Zuschauerschaft mit ziemlich viel Verachtung an. Ich könnte eventuell von irgendwelchen Haruka-Fans nach der Show überfallen werden. In einer Hintergasse. Alter. Also, was machst du sonst noch, wenn du Zeit hast? Hast du irgendwelche Hobbys, die du sehr feierst? Ein Hobby? Hm, lass mal sehen. Ach komm schon, es muss da etwas geben, was du magst zu tun. Ich habe nur einfach so viele? Ich habe einfach so viele, ich kann mich einfach auswählen. Oh, das klingt doch sehr erfüllend, so viele Hobbys zu haben. Wenn du oft genug über sie redest, dann kannst du sogar ein paar TV-Werbung darüber machen. Ah. Nehme ich zum Beispiel als Beispiel. Ich rede immer, wie sehr ich Sake mag. Also wurde ich mir endlich eine Werbung angeboten. Und für was war es? Sake? Nein, es war einfach eine Katermedizin. Was ist der Name dieser Medizin? Nun, du bist der Gast hier. Du musst dir keine Sorge darüber machen, unsere Sponsoren reinzubringen. Das ist meine Arbeit. Nun, wenn du bereits alt genug wärst zu trinken, dann könnten wir über Sake reden. Ach, wie gut ein Schluck Sake doch jetzt schmecken würde, wenn du diejenige wärst, die ihn eingießen würde. Du bist so süß, das sage ich dir. Bei der Gütigkeit. Du bist so süß, Haruka-chan. Du bist wirklich liebenswürdig. Vielen Dank. Aber wenn du diejenige wärst, die es eingießen würde, dann würde ich am Ende viel zu viel trinken. Du bist immer noch zu jung, also hattest du noch nie einen Hangover, oder? Das ist richtig. Ja, ein Kater in meinem Alter sind besonders schlimm. Das ist, wenn ich, bevor ich trinke, dann habe ich immer etwas für diesen Zeug. Hm, was war es noch gleich? Turmeric? Ja, ich habe gehört, Turmeric kann sehr hilfreich sein, aber das war es nicht, wovon ich rede. Verdammt. Ah, jetzt erinnere ich mich. Die Katermedizin, für dessen TV-Werbung ich hier bin. Before you drink. Es tut Wunder, also das sage ich dir. Was war denn jetzt Turmeric? Ich dachte, ich hätte Milch nehmen sollen. Na gut. Nun, Leute, ich denke, das wäre es für heute wieder gewesen. Vielen Dank für unsere kleine Unterhaltung, Haruka-chan. Oh. Vielen Dank allerseits.
Und jetzt kommt, hier ist jedermanns favorisierter Teil. Es ist Zeit für das Lächeln-Boot. Alle, jeder hat einen Bock, aber das hatten wir schon mal, ja, 75 Lächeln oder mehr, dann kommt Hauka wieder. Lass uns anfangen. Warum sagst du nicht etwas zur Zuschauerschaft? Alles klar. Das war so viel Spaß hier. Ich habe wirklich es sehr genossen, Zeit mit euch allen zu verbringen. Ich hoffe, ihr votet für mich. Ist es nicht süß, jedermann? Ich hoffe, ihr votet alle für sie. Okay, Zuschauerschaft. Wenn ihr dachtet, dass Hauka schon interessant war, dann drückt jetzt eure Knöpfe. Das ist echt knapp gewesen. Yay. Gute Arbeit, Hauka-chan. Das heißt, du kriegst die Namuda-san-Schärpe. Aha. Vielen Dank allerseits. Nun, bis wir uns wieder treffen. Was sagen wir immer? Liebe dich zu lächeln. Ich lächeln zu sehen, das funktioniert doch nicht. Vielen Dank allerseits. Vielen Dank, Hauka-san, Sean, das ist wirklich gut gelaufen. Vielen Dank, ich denke das auch. Ja, du warst ziemlich gut in diesen, bist ziemlich gut in diesen Talkshow-Dingsbums. Behalte das hier im Hinterkopf beim nächsten Mal und wir werden weitere tolle Shows haben. Das hat das noch mal bekommen. Yay. Bing, Enhanced Media. Irgendwie werde ich immer besser in Appeal und Dings, aber Singing wird einfach nicht besser, ne? Weil ich halt einfach keine Gesangsübung mache. Uff, ja, Uff trifft es sehr gut, ne? Aber hey, diese Nebenquests, also es sind keine Nebenquests, aber die Dinger sind zumindest so von der reinen Gestaltung her irgendwie auch interessant, ne? Weil es gibt halt irgendwie so einen gewissen Einblick in so eine komische Subkultur. Es ist irgendwie weirdly interessant, aber halt auch weird. Na gut, bis zum nächsten Mal.